So, und weiter in dem Raum. Hier haben wir auch so eine Wasserstelle. Die hatten wir ja eben auch schon mal. Da haben wir das Wasser abgelassen. Hier lassen wir es auch ab. Und vielleicht können wir ja jetzt über die Brücke in dem Raum mit dem Speicherpunkt. Und da unten sehe ich gerade noch eine Schatztruhe, aber wie wir da rankommen, weiß ich nicht. So, wo war denn jetzt der Raum? Ja, der war hier, meine ich. Ja, das war hier. Kommen wir jetzt... Ja, wir kommen jetzt über die Brücke. Und speichern erstmal. Füllen uns nochmal auf, obwohl wir, glaube ich, noch keinen Schaden erhalten haben. Und hier können wir eine Bombe anwenden. Also, ab mit der Bombe dahin, explodieren lassen und rein. Und da haben wir auch schon den Gegner, der den Schlüssel hat. Wer bist du? Bist du nicht derjenige, der den Schlüssel an sich genommen hat? Wir wollen den Schlüssel wieder. Der Schlüssel gehört nun mir. Auf immer und ewig mir. Und wir hören es schon an der Musik. Ein Endgegner. Aber ich denke, so das Problem wird er nicht werden. Wir ziehen ihm relativ viel ab. Und ich bin mal gespannt, wie schnell wir ihn erledigt haben. Ah, Ruf Verstärkung. Naja. Ja, meinetwegen. Dürfte aber kein Hindernis sein. Ah, Verstärkung ist mit einem Schlag weg. Dann geht das hier auch. Also, wieder Angriff. 50 Fumi-Schlag. 49. Das ist eine Menge. Und da haben wir ihn besiegt. 1800 Erfahrungspunkte. Ja, das war doch ein Kinderspiel, würde ich mal sagen. Wir haben den Schlüssel gefunden. Haben die Nordhöhle hier schnell abgehakt. Und können dann nach Tanbel. Speichern nochmal. So, und weiter geht's. Falls sich jemand wundern sollte, dass ich hier nicht alle Schatztruhen oder sowas hole. Das, ja. Ich weiß nicht, wie man an alle rankommt. Und jetzt in jedem Tempel oder Höhle alle Geheimnisse zu lüften, das, denke ich mal, werde ich nicht schaffen. Ich nehme das mit, was auf dem Weg liegt. Und den Rest lass mal einfach liegen. Ja, weil ich mache ja auch kein Let's Help. Aber das, was auf dem Weg liegt oder da, wo ich mich daran erinnern kann, das nehme ich noch mit. Aber was wir, denke ich mal, auf jeden Fall an Geheimnissen machen werden, ist am Ende des Spiels die 8 Dracheneier zu suchen, um dann gegen den Riesendrachen zu kämpfen. Auch das, muss ich gestehen, habe ich, glaube ich, erst einmal geschafft oder erst einmal gemacht. Aber das werde ich für euch auf jeden Fall nochmal versuchen und machen. Den Drachen, den nehmen wir uns mit. Jetzt haben wir hier wieder so ein paar irgendwie lilane Falter oder was das sein soll. Und die werden wir jetzt hoffentlich auch schnell abgehakt haben, weil die nerven schon ein bisschen. Einmal Funke. Müsste eigentlich einer schon wieder weg sein und jetzt der nächste weg. Ja, komm. Oh, Verstärkung. Mein Gott. Komm jetzt, machst du alle weg hier. Kann ja nicht so schwer sein. Jetzt macht er noch da irgendeinen komischen Tanz oder sowas. Aber das prallt dann uns Gott sei Dank ab. Wenn der jetzt auch noch getroffen hätte, irgendwie mit seinem komischen Tanz da. Nee, das wäre... Füllen uns mal, was haben wir, Lebensnektar, das gibt immer nur 5, aber ich mach das immer gerne weg, weil hinterher braucht man das eh nicht. So.
Oh, jetzt sind wir hier. Aber was wollen wir jetzt hier? Ich möchte jetzt eigentlich nur den Ausgang irgendwo finden. Was mir aber gerade... Achso, fällt mir gerade ein. Wieso soll man denn den Ausgang finden? Wir haben noch... Wo ist es? Flucht haben wir doch. Mensch, wo ist das denn hin? Muss man halt in jedem Tempel neu finden, oder? Nee, kann nicht sein. Warphammer hier, der für die Stadt den Hammer. Aber die Flucht ist jetzt irgendwie weg hier. Das gibt's doch gar nicht. Naja, ist das halt weg. Müssen wir doch gehen. Ich hab gedacht, das haben wir immer. Aber so ist das mit dem Denken. Wenn man anfängt zu denken, kommt meistens nicht das raus, was man gedacht hat. Naja, machen wir halt noch ein paar Gegner hier und bahnen uns dann den Weg nach draußen. Treppe hoch. Und jetzt sind wir am richtigen Dampfer. Von hier sind wir gekommen. Hier die Tür, da hab ich ja gesagt am Anfang, da waren wir nicht drin. Aber hier haben wir jetzt so, was haben wir denn hier? Irgendwelche Rätsel. Versuchen wir das auch nochmal kurz hier. Ja, und ein Überraschungsangriff. Sie sind in hinten von hinten in uns reingegangen, nicht wir. Deswegen haben die jetzt einen Überraschungsangriff. Nur noch einer. Komm, Maxim, Tier. Haut den eben weg. Sehr schön. Ah, ich glaube, wir müssen ein Monster missbrauchen. Komm schon. Komm schon, das Monster muss irgendwie auf den Schalter. Geht es aber nicht. Ah, komm her, Monster. Geh doch da drauf. Ja, geil. Komm, geh doch bitte da drauf, wenn wir an der Tür stehen. Sonst bringt das Ganze nichts. Komm, runter da. Komm, komm. Ja, das blöde Monster geht nicht. Vielleicht jetzt. Komm. Komm von unten hoch. Ja, komm. Komm schon. Ja. Und wir haben es tatsächlich geschafft, das Monster auf diese Stelle zu kriegen. Und jetzt können wir hier unten in die Tür gehen. Aber außer Monster... Was ist denn das jetzt hier? Wieso? Das sieht so aus, als wenn er da irgendwo draufstehen würde. Machen wir mal platt und gucken mal. Weil das kann es ja eigentlich nicht sein, dass wir da jetzt dieses Rätsel lösen und es gibt hier nichts. Nee, stand... Ach so, hier. Wo sind wir denn jetzt gelandet? So, haben wir das gelöst, das... Ja, eine Schatztruhe. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, weil sonst wäre das echt ärgerlich, jetzt den ganzen Weg gegangen zu sein. Und da ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so ein Kraftwasser drin oder sowas. Aber das wollen wir jetzt nicht hoffen. Pferdestein gefunden. Ja, ob der jetzt so viel bringt, weiß ich auch nicht. Naja, haben wir halt einen kleinen Umweg gemacht. Sind wir wieder hier. Auch nicht so tragisch. So, und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Also, bis zum nächsten Mal. Euer TT Gamer.